Willkommen an alle LS19-Freunde. Willkommen bei Mühlenkreis Mittelland auf dem Bauernhof von Patrick, Folge 57. So, was machen wir heute? Also, ich hatte jetzt als erstes vorgehabt, das Oberwichtigste, die Obstbäume zu holen. Und dann will ich es auch als allererstes tun. Mal gucken, was die kosten. 10.000. Also, das heißt, Orangenbaum. Ja, dann haben wir hier noch andere heruntergeladen. Mal gucken, wo sie sind. Da ist die BGA. Hier. Die kosten hier zum Beispiel, was haben wir hier? Apfelbäume, Birnen, Zitrusfrüchte, Pfirsich. So. Gut, dann pflanzen wir mal an. Da ist dann der letzte. Also wir haben jetzt 8 Bäume uns geleistet. Pfirsichbäume. Und dann gehen wir jetzt erstmal hin in den kleinen John Deere. Den John Deere 6250R. Und fahren jetzt erstmal zum Hof. Weil wir müssen ja jetzt erstmal was abholen. Bei einem Hof. Also wir müssen zwei Sachen abholen. Die eine Sache, die steht da vorne. Und die andere Sache, da müssen wir wieder kurz ein Stückchen zurückfahren. Die steht nicht hier. So, dann fahren wir mal eben hier auf dem Hof. Laden Wasser ein. Stückchen, ja. So. Da wir jetzt ja die Obstbäume, sage ich jetzt mal, sind zwar nur Pfirsichbäume, aber die bringen auch uns ehrlich gesagt das meiste Geld ein. Pro Stunde. Und das müssen wir jetzt halt eben auch so machen. Kommen wir leider nicht rumrum. Und auf jeden Fall
geht es jetzt eigentlich nur darum, dass wir die mal eben hier Wasser geben, die Bäume. Und ein bisschen Mist, dass wir Geld verdienen. So. Mehr Mist habe ich jetzt auch im Moment nicht. Das muss aber jetzt auch erstmal hier reichen für die paar Bäume. Und zwar sind das erstmal nur zwei. Aber ich muss auch jetzt ehrlich sagen, die Saat, die geht jetzt auch ein bisschen hat Vorrecht als die Bäume. Natürlich muss ich auch ein bisschen Geld verdienen, aber die Saat muss fertig gemacht werden. Ich habe noch so viele Felder vor mir. Und da muss ich jetzt einfach den Vorrecht haben. Aber Hauptsache, ich habe schon mal zwei Bäume fertig. Weil das ist ja auch erstmal das Wichtigste. Und auf jeden Fall wird das dann erstmal alles so gemacht, dass ich jetzt erstmal die ganzen Felder fertig mache. Und anschließend geht das dann hier weiter mit die Bäume. Weil der muss einfach gemacht werden. Ich weiß sonst nicht, wie ich noch Geld reinkriege. Außer jetzt hier durch Helfer arbeiten. Aber dazu habe ich auch nicht immer die große Lust, die Hilfsarbeiten zu machen. Weil da verdiene ich ja kaum was dran. Weil wenn man danach geht, Sprit und die Technik warten. Und das ganze Material, ja, ich sag erstmal, wenn ich Ernte einfahre, dann die ganzen Betriebskosten abziehe, sind das dann Endeffekt. Ein Augenblick mal, ich bin gleich.
So, da bin ich wieder. Nee, ja, du musst nur ein wichtiges Telefonat führen. So, ich mache jetzt hier Feld 3, 5 und 6. Mache ich jetzt. Dazu brauche ich aber gleich den kleinen John Deere wieder. Weil ich brauche wieder gleich Saatgut. Und ich pflanze jetzt auf jedes Feld Raps an. Das habe ich ja schon gestern angekündigt. Weil, jetzt kommt's, ich dadurch das meiste Geld mache. Durch Raps. Und das ist das Beste, was ich machen kann. Weil es bringt mir rein gar nichts, dass ich jetzt hier andere Früchte wie Weizen und so alles anpflanze, wo ich kaum Geld verdiene. Aber so verdiene ich jedenfalls ein bisschen Geld und dann passt das schon. Weil ich muss ja wieder auf den grünen Zweig kommen. Und dann passt das schon, wenn ich das so mache. Denn was bringt mir das, wenn ich jetzt hier Weizen und Gerste, Hafer anpflanze, wenn ich dafür kaum Geld kriege? Ich bin auch schon überlegen, ob ich Feld 2 und 7 nicht gleich mitmache. Weil ich wollte ja ein großes Feld gehabt haben für die BGA. Das Feld 57, genau zu sagen. Und das kostet halt eben knapp 700.000. Kostet mich das. Und dann kriege ich das Geld auch schneller zusammen. Natürlich könnte ich jetzt auch hingehen, einfach mogeln, mir ein Schild aufstellen, durch die Regierung Unterstützung. Dann würde ich pro Stunde 100.000 verdienen. Ja, für nix und wieder nichts tun. Aber das wäre ja wohl gemogelt. Ja. Und das wird für mich auch der Spielspaß einfach verderben, wenn ich das machen würde. Und das sehe ich dann nicht ein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein Farmer, der hart arbeiten tut, um seinen Hof zu rentieren. Ja, um das hochzubauen. Deswegen. Ich könnte mir natürlich auch das Geld von der Bank leihen. Ja, aber mache ich nicht mehr. Weil so mehr du Geld von der Bank leihst, und so höher ist der Kredit, den du zurückzahlen musst am Tag. Weil das ist mir einfach dann zu teuer. Und dann pflanze ich lieber Raps erstmal an. Und dann passt das schon. Und da kann man halt eben nichts rein. Da muss ich halt eben Raps anpflanzen. Scheiße, ich hasse Raps. Aber egal. Ich bin schon mal durch so ein Rapsfeld gelaufen. Es riecht angenehm, so ein Rapsfeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde mir auch mal wirklich wünschen, dass es auch mal schneien würde hier in NRW. Natürlich sage ich jetzt nicht mein Standort, ist klar. Alle Videos findet ihr natürlich auch auf YouTube unter Patrick MSV. Und da habe ich auch extra Ordner angelegt.
mit allen 57 Folgen. Und da gibt es natürlich auch noch anderes, wie GTA 5, Alice 17, FIFA, Formel 1. Aber die habe ich dann auch halt einfach nicht in den Ordner reingepackt, weil es für mich einfach ehrlich gesagt nicht lohnt. Zum Beispiel FIFA und Formel 1 in Ordner zu packen. Ich habe da SAO Falted Bullet habe ich in Ordner drinne. Da habe ich das ganze Spiel durchgezockt. Und es gibt da so reichliche Videos, die ich da habe. Von Autobahnpolizeisimulator, das zweite Teil, da müsst ihr euch mal das Video angucken. Rettung von oben, da könnt ihr euch kaputt lachen. Weil das, wo ich das aufgenommen habe, war das Spiel total verbuggt. Und dann war es noch in die, kam es gerade erst frisch raus. Und dann hatte ich da einen Einsatz bekommen gehabt, wo halt eben die Rotorblätter anstatt oben auf den Hubschrauber drauf lagen, Endeffekt, so wie sie in der Wirklichkeit waren. Nee, war das so verbuggt gewesen, hatte so einen Fehler gehabt, dass die Rotorblätter Endeffekt den Helikopter aufgeschnitten haben, weil die durch den Helikopter durchmarschiert sind, was nicht üblich ist. Und das war einfach total lustig. Muss man ganz ehrlich zugeben. Also ich hatte mich, wo ich das da gesehen habe, ich konnte mich vor Lachen nicht mehr halten. Vor Lachen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es einfach zu witzig war. Nachher werde ich dann wieder meine Serie weitergucken über den Laptop. Ab 20:15 Uhr. Und so lange tue ich dann auch noch streamen. Weil das ja schon mal Bescheid wisst. So, auf jeden Fall will ich das dann heute in der Spielwelt, dass ich dann hier alles fertig habe, so wie auch die Pfirsichbäume. Zwar kriege ich dann pro Stunde ein bisschen mehr Geld, aber ist besser als gar nichts. Natürlich habe ich Webradio an. Aber läuft auch im Moment nur Mist im Webradio. Und auf jeden Fall ist es halt eben so, dass ein gewisser Schlagersänger, ich nenne hier keine Namen, ihr habt es bestimmt schon mal alle gehört, kommt auch aus Land der NRW, ist nach Florida abgehauen,
mit seiner Schnalle. Der 19-Jährige. Dieser Uso. Und auf jeden Fall kann der Pech haben, dass du sogar eine Anzeige kriegst wegen Volksverhetzung. Und wenn ihr dafür seid, dass der Typ von Instagram gesperrt wird, dann schreibe ich es mir doch bitte einfach unten in die Kommentare rein. Ja, würde mich freuen. Ja, weil der muss wirklich gesperrt werden auf Lebenszeit. Weil der hat einfach kein Recht, so eine Scheiße zu sagen, wie er das da gesagt hatte in seinem Videoblog auf Instagram. Und normalerweise müsste man den, ich sage es jetzt mal, zusammenschlagen, die Hände auf dem Rücken fesseln, also die 8 anlegen, also Handschellen anlegen und ihn einfach mal so ein KZ ja zeigen, so ein Konzentrationslager. Ja, da weiß ja, was er für Scheiße labern tut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der hat sogar auf Instagram seine Kommentarfunktion ausgeschaltet, weil er genau weiß, was er für Scheiße da tut. Weil ich hatte ja dieses Jahr, aber glaube ich nicht, dass ich das dieses Jahr schaffe, hatte ich vorgehabt, nach Dachau zu fahren, unten in Bayern, in der Nähe von München, um genau zu sagen. Liegt Dachau. Und da wollte ich mir dieses Konzentrationslager Dachau mal gerne mal angeschaut haben, weil ich mir das mal ein Bild machen wollte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da muss man einfach mal im Leben gesehen haben, so ein Konzentrationslager. Sonst kann man nicht gar nicht mitreden, wie die Leute früher gelitten haben. Deswegen macht mich das ja so wütend. Ja. Sowas macht mich dann auch einfach wütend, extrem. So, und wenn ich dann halt eben sage, dass man den halt eben Handschellen anlegen muss, um den dann so mal zu zeigen. Ja, dann ist es halt eben mal so. Ja, denn ist, was bringt es, ja, darüber zu leugnen, ja, wenn man davon keine Ahnung hat. Ja, die leugnen doch da nur alles, ja, weil sie selber, ja, sowas nie erlebt haben. Deswegen sollten die Leute, die sowas verleugnen, ja, mal ganz groß, ja, die Klappe halten. Weil da kommt nur heiße Luft raus. Ja. Deswegen. Also für die Leute, die nicht wissen, was ein KZ ist, ja, googelt das einfach mal. Ja. Da versteht ja, warum ich mich da so rüber aufrege, wenn man sowas verleugnen tut. Und ich kann euch nur den Hinweis geben, macht euch erstmal schlau, macht euch ein Bild davon selber, weil das ist nicht sinnvoll, sowas zu verleugnen, weil dafür kann man auch ganz schnell einen auf den Deckel kriegen mit einer Anzeige. Störend des öffentlichen Friedens ist einmal der Straftat.
Und was dann Oberknaller ist, wegen Volksverhetzung. Was anderes ist das dann gar nicht. Deswegen will ich mich vorher schlau machen. Ja, weil früher die Leute, die ja drinne waren, die haben wirklich gelitten. Ja, ich habe mir damals in der Schule so einen Film angeguckt und ich habe wirklich in der Schule Rotz und Wasser geheult. Ja. Und das war nur ein Film. Ja. Deswegen macht mich das ja auch so wütend, wie der das gesagt hatte, die Tage. Ja, weil er nur aus seinem dummen Mundwerk nur heiße Luft rauskommt. Ja. Deswegen macht mich das halt eben auch einfach so wütend. Ja, deswegen werde ich mir auch sowas auch persönlich nochmal angucken. Ja. Und da muss ich mal gucken, dann schreibe ich aber vorher an das Konzentrationslager in Dachau, weil es ja auch eine Gedenkstätte ist. Werde ich dann auch mal eine E-Mail schreiben, mir eine Filmerlaubnis holen, weil man muss sich da vorher eine Filmerlaubnis holen, sonst darf man da nicht keine Videokamera mitnehmen. Und dann werde ich davon ein Video machen, wie der Tag war. Da werde ich dann nochmal was davon erzählen. Aber dann muss ich aber gucken, ob ich das dieses Jahr mache oder erst nächstes Jahr, wegen dank Corona. Und dann kann man es ja mal sehen. Selbst bei dem Film. Ja, deswegen sage ich jetzt ja auch Film. Den Nachnamen will ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich werde nur sagen, Aufstieg des Bösens. Also, wenn ihr Aufstieg des Bösens eingibt, dann wisst ihr auch sofort, welchen Film ich meine. Ich habe den auf Blu-ray, weil es ein schöner Dokumentationsfilm ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sind zwei, erstens ist das so eine Miniserie und zweitens ist auf dem Blu-ray-Film, den ich habe, eine Dokumentation hinten drauf über die Geschichte davon. So, und deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaut euch den Film mal an. Und dann wisst ihr, was die Leute für früher gelitten haben. Deswegen. Also ich kann es euch nur vom Herzen empfehlen. So, jetzt aber wirklich Thema wechseln. Das hat jetzt ja auch mit dem Spiel weiter nichts zu tun. Ich wollte es auch nur mal gesagt haben, dass man sowas auch nicht sagen soll, wie der aus Florida. Ja. Und jetzt wird auch das Thema gewechselt. Punkt. Jetzt hier ist auch darunter ein Schlussstrich. Ich hoffe doch mal, ihr habt morgen alle einen wunderschönen Start ins Wochenende. Und dann ist auch schon eine Woche jetzt rum. Da muss man sich vorstellen, eine Woche vom neuen Jahr ist schon rum. Das ging eigentlich ratzefatz jetzt. Die Woche. Findet ihr nicht? Dass die Woche ziemlich schnell rumging.
Und auf jeden Fall hole ich mal gleich den kleinen John Deere mal holen. Den werde ich jetzt mal am besten jetzt mal eben machen. Anhänger können eigentlich mal eben hier stehen bleiben. Weil wir brauchen nur den kleinen John Deere. Der 6250R. Passt auch. So. Und hier ist die Elzeug da oben. Warum zwei Kisten? Ich brauche doch nur einer. So, den lasse ich mal eben hier so ruhen. Dann nehmen wir mal eben hier den Spanngurt ab. Die Kiste kommt wieder nach dahin. Denn wir brauchen die Kiste jetzt erstmal hier nicht, weil es für Eier ist. Eine Transportbox für Eier. Die brauchen wir aber jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich muss mal hier den Hühnerstall mal wieder sauber machen. Das können wir jetzt mal eben auch mal machen. Geht ja eigentlich ziemlich schnell. Den kuppeln wir mal eben hier ab. Können wir mal eben auch gucken wegen die Kühen, ja, das bisschen da, aber was weg ist, ist weg. Schauen wir hier ab und dann bringen wir das mal eben zum Feld 3 in John Deere 6250R mit Saatgut. Klappen wir das mal eben zu.
Dann nehmen wir unseren John Deere und fahren dann mal kurz einmal hier um den Kreis. So, dann nehmen wir den kleinen John Deere wieder, den 6250R. Und fahren den dann erstmal an der Seite. Weil der steht dann einfach uns im Weg. Den stelle ich auch erstmal jetzt hier ab. So, jetzt nehmen wir unseren John Deere 8400R. Und fahren weiter. Das kurze Stück da hinten müssen wir auch noch machen. Aber wir jetzt erstmal hier das fertig machen. Sonst komme ich dann daher nachher dann durcheinander. Mal eben kurz was trinken. Und auf jeden Fall ist das ja so, dass wir jetzt das hier erstmal fertig machen. Das wird natürlich dann wieder 2 Tage, 2, 3 Tage dauern, bis das halt wieder hochgewachsen ist. Aber so ist das halt. Das kann man sich dann halt eben auch nicht aussuchen. Deswegen. Kurze Information für nächste Woche Freitag. Ich weiß nicht wann. Und ob ich das schaffe nächste Woche Freitag. Ich weiß auch gar nicht, wie es mir gesundheitlich geht an dem Tag. Das weiß ich, weil ich vorher noch zum Arzt muss an dem Tag. Ganz normale Untersuchung, einfach nur ein bisschen Blutabnahme morgens. Aber ich weiß halt einfach nicht, ob ich das dann schaffe an dem Tag zu streamen. Aber sollte ich es dann schaffen, dann wird das ein bisschen längerer Stream als gewöhnlich. Da versuche ich 3, maximal 5 Stunden durchzuhalten. Und dann passt das schon. Aber ich verspreche gar nichts. Deswegen. Schade, dass dieses Jahr Karneval abgesagt worden ist. Weil ich hatte das perfekte Kostüm für mich. Ich wollte als Gorilla gegangen sein. Weil ich habe ja ein Profilbild drinne mit meinem Kumpel, der Gorilla. Nee, Spaß beiseite. Nein, das war hier in Duisburger Zoo. Und da habe ich dann vom Affenhaus ist dann halt eben so eine Affen-Gorilla-Struktur. Skulptur. Mein Gott, schwieriges Wort.
Und da war es dann halt eben so gewesen, da ich da auch mit einem Selfie gemacht habe. Weil Kollegen gehen nicht gerne in den Zoo. Und da habe ich mir gedacht, gehe ich alleine. Ist zwar ein bisschen Quatsch, allein in den Zoo zu gehen, aber ich muss sagen, ich bin gerne allein in den Zoo unterwegs. Erstens hat man seine Ruhe. Man kann sich die Tiere in aller Ruhe angucken. Und man hat keinen Zeitstress. Und man muss nicht diskutieren, ja, wo gehen wir als erstes hin? Ja, lass uns nochmal die Tiere angucken. Nee, wie das da gucken, wie wir dies gucken. Nee. Man kann dann aller Gemütlichkeit durchschlendern, sich die Tiere in aller Gemütlichkeit angucken, in aller Ruhe. So, und auf jeden Fall war das dann so eine Skulptur von so einem Gorilla. Da habe ich mir gedacht, na komm, was für ein Selfie. Und jedes Mal, wenn ich das irgendwo reinpacke, höre ich dann immer nur der lustigste Spruch davon war gewesen: der Affe sieht besser aus als du. Das fand ich echt lustig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mich kann man damit nicht ärgern. Weil darüber lache ich einfach nur. Sei ganz ehrlich. Weil darüber kann ich nur lachen. Aus dem einfachen Grunde, ich muss nicht andere beleidigen, um mich stark zu fühlen. Ja, jeder hat seine Meinung. Ja, aber ich muss sagen, ich kann mich dadurch auch nicht ärgern. Weil ich mache jeden Spaß halt eben mit. Ja. Deswegen, also deswegen stört mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Sollen doch die Leute denken, was sie wollen. Ja, die können mich ruhig beleidigen auf der übelsten Art. Ja. Aber ich sag, Reck, solange wie er mich beleidigt, ist alles in Ordnung. Soweit wie er an meiner Mutter geht. Das habe ich auch schon oft genug zu spüren bekommen, dass jemand meine Mutter beleidigt hat. Da raste ich aus. Ich weiß noch damals in der Schule, da war es dann so gewesen, da kam ich von Klassenfahrt wieder, da hatte ein Kollege, ist mit einem Mädchen so abgehauen. Und der Lehrer hat das dann zufällig gesehen und der Lehrer ist dann hingegangen zu mir, hat zu mir gesagt auf Klassenfahrt, hol die beiden mal zurück, die haben sich hier beim Lehrer nicht abgemeldet. So, und darauf hat der Kollege mich dann angesprochen. Und dann habe ich das dann auch in der Schule erklärt, in der großen Pause. Ja, und da kam ein anderer Klassenkamerad an, ist mir die ganze Zeit dann über die Füße getreten, wo ich eine Fleischwunde dran hatte an dem Fuß. Und das waren Schmerzen gewesen. Weil er so lange drauf rumgetrampelt ist, bis die Fleischwunde sich wieder geöffnet hatte. Ja, so und dann bin ich natürlich auf 180 gewesen. Hab die dann natürlich dann zusammengeschlagen. Und da gab es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Mastenschläge. Ich habe dadurch eine Mastenschlägerei angezettelt. Wo ich ganz ehrlich zugeben, da musste sogar damals die Polizei kommen, wegen der Mastenschlägerei in der Schule. Und dann kam der Direktor an mit der Polizei. Wir uns natürlich da weiter aufs Maul gehauen. Und die schmeißen dann Tränengas, weil die uns sonst gar nicht mehr auseinanderbekommen haben. So, und dann kam der Direktor an, hat mich gefragt, was los ist. Dann habe ich denen das dann erzählt. Der hat den Schuh ausgezogen bei mir, weil der Sanitäter ist, weil der ganze Schuh war schon rot. Ja, und da konnte man es nur noch sehen.
dass die Fleischwunde, die ich mir zugezogen hatte, übers Wochenende aufgegangen ist. Und hat der Direktor noch gesagt gehabt, ja, wie ist das denn passiert? Da habe ich gesagt, ja, da ich mir am Wochenende eine Fleischwunde zugezogen habe, ja, und dass der Klassenkamerad von mir die ganze Zeit darüber gelatscht ist. Ja, und ich habe dann dreimal zu denen gesagt, der gehabt, der soll doch bitte aufhören, ich habe da eine Fleischwunde, und der hat dann immer weitergemacht, bis sie aufgegangen ist. Ja, und dann habe ich den einfach geschlagen und dann gab es eine Massenschlägerei, weil sich die Parallelklasse mit eingemischt hat. Ja. So, und da muss er sich nicht wundern, wenn ich dann irgendwann sage, jetzt ist genug. Ja, jetzt, da muss er halt einfach mal fühlen. Ja, ich wurde Gott sei Dank nur für eine Woche von der Schule geschmissen. Wo ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich halt eben die Massenschlägerei angefangen habe. Und auf jeden Fall, wird der andere, also der Klassenkamerad von mir, komplett von der Schule verwiesen. Der durfte auch dann nicht mehr zurückkehren. Weil was der da gemacht hat, war extrem. Weil ich musste 2 Wochen im Krankenhaus liegen bleiben. Wegen der wegen der Blutvergiftung sogar. Also ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Ja. Und darauf ist der Direktor hingegangen und hat gesagt, nee, der fliegt von der Schule. Und wie gesagt, mit mir kann man Spaß machen, aber soweit wie es dann wirklich unter der Gürtellinie geht mit den Beschimpfungen, dann geht es auch bei mir auf 180. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil ich bin ja, ich gehe nicht in den Lachen zum Lachen in den Keller. Ja, mit mir kann man Spaß machen, aber ja, man ist auch mal die Grenze auch mal überschritten. Und dann flippe ich auch mal ganz gerne mal aus. Ist schon weniger geworden. Ja, aber soweit wie man dann wirklich unter die Gürtellinie geht, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist auch bei mir der Spaß vorbei. Zum Beispiel der Spruch, den ich mir letztes Mal anhören durfte, wo ich schwimmen war: Du fette Sau. Da habe ich zu denen gesagt, guck dich mal an, du bist ja nur neidisch. Da ich was auf die Rippen hab und du nicht. Da fing er dann auch da wieder mit mir an diskutieren an. Ja, und dann habe ich zu denen gesagt, Junge, du fängst doch hier die Leute an zu provozieren und zu beschimpfen an. Und ja. Da fing er dann direkt auch wieder an, du scheiß Nazischwein. Haben wir gesagt, das hat mit Nazi nichts zu tun. Ja, du fängst ja die Leute an zu beschimpfen an. Ja, und da musst du dich auch nicht wundern, dass man dir Konter gibt. Ja. Und musst du dich nicht wundern. Weil ich habe auch zu denen gesagt gehabt. Ja, weil er dann angefangen hatte, meine Mutter zu beschimpfen. Da habe ich nur zu denen gesagt, ja, guck mal, ich habe deine Mutter gestern Abend gesehen und der fragt mich, ja, wo? Dann habe ich gesagt, ja, bei den Kanalratten. Ja, wieso bei den Kanalratten? Habe ich gesagt, ja, guck dich mal im Spiegel an. Du siehst auch schon so aus wie eine Kanalratte. Habe ich zu denen gesagt. Aber was ist denn jetzt hier denn los? So, und der hat dann immer weitergemacht gehabt, ja, und dann kam irgendwann auch der Bademeister dazu. Da habe ich den das dann geschildert. Den habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht geholt, weil ich brauche dafür niemanden, der mich dabei unterstützt, mich zu wehren.
Und der hat das dann auch mitbekommen, weil sich da andere Badegäste sich aufgeregt haben über die große Diskussion. Ja, und die sind, der ist der Bademeister hingegangen, weil er mich schon jahrelang kennt, weil ich da in den Schwimmbad Stammkunde bin. Ist ja mal kurzerhand hingegangen, hat den anderen Badegast rausgeschmissen. Weil er mich halt eben jahrelang kennt. Ja, ich bin da Stammkunde. Ich gehe jetzt in das Schwimmbad, seit ich 11 bin, schwimmen. Und das ist jetzt seit 18 Jahren. Das muss man sich vorstellen. Seit 18 Jahren gehe ich da regelmäßig schwimmen. Ja. Deswegen. Und ich lasse mich einfach auch da nicht provozieren. Weil es hat einfach keinen Sinn. Er hat einfach keinen Sinn, sich darauf einzulassen. Weil im Endeffekt ist man klüger als die Leute, die einen provozieren. Weil die wollen einfach nur Aufmerksamkeit haben. Weil die das von zu Hause einfach nicht kennen. Deswegen. Also ich kann euch immer nur den Tipp geben. Lasst euch nicht provozieren. Ihr seid klüger als die anderen. Ja. Weil die Leute, die gerne einen provozieren, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben nur heiße Luft im Kopf. Ja, ist einfach so. Die haben einfach nur heiße Luft im Kopf. Die meinen, die haben immer große Klappe, aber meistens ist da wirklich nichts dahinter. Und auf so eine Diskussion braucht man sich auch gar nicht erst einlassen. Ich hatte das jetzt die Tage gehabt. Da war ich mit einem Kollegen unten bei mir an der Pizzeria. Weil ich habe hier einen Stamm-Italiener. Und Kollege von mir ist Bodybuilder. Und der hat Oberarme wie meine Oberschenkel. Hat der. Und auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass fünf Typen ankamen und meinten uns provozieren zu müssen. Und mein Kollege geht natürlich gerne auf sowas ein. Da habe ich zu denen gesagt, Junge, du bist doch bescheuert. Habe ich gesagt. Der so, mein Kollege, ja warum? Lass dich doch von denen Hummerhaken doch nicht provozieren. Denen ist das auch nicht wert. Ja. Ja, da hast du auch wieder recht. Da meinten die mich damit reinziehen zu müssen. Da habe ich zu denen gesagt, Junge, du kannst mich nicht provozieren. Merkst du eigentlich gar nicht, dass bei dir nur heiße Luft rauskommt? Mach mal die Klappe zu, habe ich zu denen gesagt, gar. Dann tust du mal was für die Umwelt. Ja, weil bei dir nur heiße Luft rauskommt. Was denkt denn deine Mutter von dir? Ja. Dass du sowas machst. Ja, deine Mutter tut mir richtig leid, habe ich zu denen gesagt. Da hat er gesagt, ja, wieso? Ja, weil du so eine große Schande bist. Ja, wie Donald Trump in Amerika ist. Als Präsident. Ja, schließ dich mal mit Donald Trump ein. Mal gucken, wer sich erster die Kugel gibt. Was glaubt ihr wohl, wie schnell der abgehauen ist, der Typ, mit seinen Kumpels? Ja, also deswegen, also mich kann man nicht provozieren. Weil es einfach nichts bringt. Weil ich der Klügere bin. Und der Klügere gibt meistens nach. Ja, aber ich sag ganz ehrlich, man muss halt eben den Leuten auch mal den Wind aus die Segel nehmen. Weil die meinen immer die große Klappe haben zu müssen und meistens ist ja auch wirklich nichts dahinter.
Deswegen. Also. Deswegen sage ich immer, wenn ihr euch auf eine Diskussion einlässt, dann müsst ihr das Gespräch führen. Ja. Weil wenn ihr das Gespräch führt, diese Diskussion, dann weiß ja genau der andere, der hat keine Chance. Ja. Deswegen gebe ich euch nur den guten Tipp, dass ihr die Diskussion führt. Ja, ihr müsst aber das Gespräch anführen. Ja. Und dann passt das schon. Ja, weil er genau weiß, aha, ich habe jetzt keine Chance mehr. Dann hauen die meistens von alleine ab. Ja, aber natürlich nicht beleidigend werden, ist klar. Ja. Und es bringt ja auch einfach nichts. Was bringt es, auf eine Diskussion sich einzulassen und eskaliert zu Gewalt? Dann habt ihr nur die Arschkarte gezogen. Ja, entweder tut ihr euch prügeln. Und das will ja keiner. Außer der euch halt eben provoziert hat. Oder halt eben, ihr geht als einfach Sieger vom Platz. Ja. Deswegen kann ich euch immer nur den Tipp geben. Wenn ihr euch anfängt, auf eine Diskussion einzulassen, versucht das Gespräch selber zu führen. So, ich höre jetzt dann mal wieder auf und dann sage ich mal bis später.